Vor 3 Tagen wurde das erste Mal berichtet, dass Memphis Depay der Ersatz für Haller beim BVB werden könnte und dass die Dortmunder den FC Barcelona schon kontaktiert haben. 3 Tage sind nun vergangen und die Dortmunder Verletzungssorgen sind noch größer geworden, da auch Karim Adeyemi ausgefallen ist. Laut Fabrizio Romano diskutieren die Anwälte der Katalanen und des Spielers bereits über eine Auflösung des aktuellen Vertrags. Somit wäre der Angreifer schon diesen Sommer ablösefrei auf dem Markt, was eine Mega-Chance für den BVB werden könnte. In den vergangenen Wochen wurde jedoch berichtet, dass Barca 20 Millionen Euro für Depay fordert, bisher hat man jedoch keinen Abnehmer gefunden und deshalb könnte es sein, dass der Vertrag nun aufgelöst wird. Der Marktwert des niederländischen Nationalspielers liegt aktuell bei 35 Millionen Euro. Ein Abschied von Depay würde auch die Gehaltsprobleme der Katalanen etwas entlasten. Depay hat sich inzwischen auch damit abgefunden und akzeptiert, dass ein Abgang besser für ihn wäre, denn mit Lewandowski und Aubameyang auf der 9 und weiteren Hochkarätern auf den Flügeln, wo er auch spielen könnte, wieder nicht viele Spielminuten sammeln. Sehr, sehr schade, wenn man eigentlich bedenkt, dass er keine schlechte Saison hinter sich hatte und auch in den Testspielen sehenswerte Tore gemacht hat in den USA. Depay hat aber eine Anforderung gehabt, er möchte unbedingt zu einem Top-Club, dann ist ein Abgang okay für ihn. Ich möchte den Borussen da wirklich nicht zu nahe treten, aber der BVB ist ein guter Club, aber kein Top-Club. Das sind sie aktuell nicht. Die Bayern wären zum Beispiel ein Top-Club, City, Chelsea, Juve und Co. Das sind Top-Clubs, aber der BVB ist nicht weit davon entfernt und dort wird auch geiler Fußball gespielt, weshalb ich doch denke, dass sich Depay doch auch dafür entscheiden könnte. Sebastian Kehl hat nach dem Leverkusen-Spiel auch angekündigt, dass man in den nächsten Tagen einen Stürmer holen wird. Moukoko ist zwar da und er hat auch den Siegtreffer erzielt, aber alles auf den Schultern eines 17-Jährigen abzuladen, wäre vielleicht ein bisschen zu viel, wie auch Watzke selber gesagt hat. In den letzten Wochen wurde neben Depay auch Dzeko, Cavani, Modest und Piatek in Verbindung gebracht mit dem BVB. Wer es dann am Ende wird oder ob es vielleicht ein ganz, ganz anderer Spieler wird, werden wir sehen. Einen Namen möchte ich aber selber noch erwähnen, Pierre-Emerick Aubameyang. Warum eigentlich nicht? Aubameyang ist viel zu gut, um nur auf der Bank zu sitzen bei Barca. Und Barca wird die Gehaltsprobleme nicht los, wenn sie Depay verkaufen. Der wird ja gehen, egal ob zum BVB oder woanders hin, der wird gehen. Aubameyang war schon beim BVB und er hat dort gute Erinnerungen und sich schon bewiesen. Er kennt das Umfeld und er wird nicht mehr der teuerste sein in seinem Alter. Also wirklich jetzt, warum nicht Aubameyang? Ach ja, und Cristiano Ronaldo wurde ja auch schon von den Fans ins Spiel gebracht, da die eine Spendenaktion gestartet haben, um einen Transfer von Ronaldo zu finanzieren. Ist ein mega aufregender Gedanke, aber wenn das passiert, dann fresse ich wirklich einen Besen. Wen würdet ihr gerne zum BVB holen, Leute? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und lasst ein Abo da, wenn ihr das Video gefeiert habt und ihr keine weiteren Videos mehr verpassen möchtet.